Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallout Shelter Online. Und wir gucken jetzt mal, was hat sich hier jetzt getan. Wir haben auf jeden Fall die Tür geschlossen und upgraden sie jetzt für 500 Energie. Zum Glück haben wir so viel. Ja, mach mal fertig hier. Jetzt müssen wir wahrscheinlich noch eine Menge lesen. Damit hat sich das Programm gelohnt, was ich zusammengeschnipselt habe. Fertig, jetzt ist die Tür wieder normal. Deine Zuflucht hat eine grundlegende Sicherheit erreicht. Sehr schön. Und die gemeine Jenny darf nun jetzt auch abhauen. Das ist erlaubt. Gott sei Dank, dann ist das Nächste, was am wichtigsten ist, zu gehen, finden Sie den Vorgesetzten. Nahm er das Gerät zur Ressourcenoptimierung? Nein. Aus welchem Grund müssen wir ihn zuerst zurückjagen? Okay, er hat das Gerät zur Ressourcenoptimierung mitgenommen. Warum auch immer. Vielleicht um es zu reparieren. Aber man hätte auch was sagen können. Scheint da irgendwas damit nicht zu stimmen. Oh, ich verstehe ein bisschen. Was? Oh, ich scheine ein bisschen zu verstehen, was mit dir passiert ist. Okay, jetzt ist dein Geschäft mein Geschäft. Frag nicht so viel, warum. Weil du sie magst. Wir wissen es alle. Die Chinesen da, die sind alle ein bisschen romantisch veranlagt. Die denken sich immer, vielleicht eine Frau will heiraten. Ich denke, dieser große Mann ist vertrauenswürdig und schau auf seinen Kopf im Vergleich zu anderen Bewohnern der Zuflucht. Ich würde ihm lieber glauben. Bei den anderen schaue ich immer nur auf die Titten. Bei ihm schaue ich auf den Kopf. Das muss Liebe sein. Hey Frau, deine Augen sind sehr gut. Hast gute Augen, Mädel. Dich sollte ich heiraten. Wenn ich später blind bin, hast du Augen. Der Ingenieur ist auch ein bewahrter Krieger. Ich bin bereit. Mach mit. Ja, hau ab, Troller. Los. Los, tu's. Wir brauchen keine gemeine Jenny. Sie hat mich erwähnt. Die Umstände im aktuellen Tierheim sind jedoch nicht ausreichend für die Nutzung. Platz für mehr Bewohner, 5601. Wissen. Allerdings ist der Schutz des Schlafsaals nicht genug. Nicht mehr Platz für Bewohner. Know-how. Wir bleiben bei Google. Wie man expandiert. Schlafsaalbar. Diese Dinge müssen jetzt von Ihnen gefertigt werden. Ah, okay. Wir müssen also die Kapazität unserer Leute erhöhen. So, ich würde aber ehrlich gesagt erstmal die Frage... Ich krieg Kronkorken. Hallo. Ich wollte dich umbenennen. Geht das? Und ich glaube, wir können sie nicht umbenennen. Ah, das ist schade. Das ist schade. Das ist echt schade. Ah, ich hätte es gerne mit euch zusammengespielt, aber dann müssen wir es halt so spielen. So war ich früher und es sieht gut aus, aber wenn du dich umziehst, fühlst du dich besser. Das ist die Truppe, die wir haben, ne? Ah, das ist ärgerlich. Oh, das ärgert mich. Aber vielleicht wird es irgendwann nachgepatcht. Ey, wir spielen erstmal. So, was ist unsere jetzige Aufgabe? Bisschen enttäuscht bin ich ja schon jetzt. So war ich früher. Nee. Das wird ja wohl da nicht stehen, oder? Heben Sie die Schutztür auf Stufe 2 an. Aufsehen. Achso, das haben wir doch gemacht. Check. So, was ist unsere jetzige Aufgabe? 1 von 2. Das heißt, wir müssen höchstwahrscheinlich ein Restaurant bauen. Bau von 2 Wohnquartieren. Der heldenhafte Schlosser Stegi ist bereit, sich uns anzuschließen, aber er hat recht. Die Lebensbedingungen dieses Tierheims scheinen nicht zufriedenstellend zu sein. Willst du ihn holen? Die Hilfe muss zuerst unsere Unterkunft verbessern. Alles klar, machen wir. Das machen wir. So, Unterkunft. Haben wir schon eine Unterkunft irgendwo? Ja. Das hier, ne? Ja. Stegi, komm rein, Junge!
Es ist großartig, Ihre Hilfe zu haben, und dann werfen wir einen Blick auf die Karte. Es sollte eine Straße außerhalb sein. Müssen Sie die Karte noch sehen? Was ist die Karte des Zeitalters? Oder lassen Sie mich erklären. Die Karte des Zeitalters? Müssen Sie noch die Karte sehen? Was ist diese Karte der Zeit? Lass mich erklären. Fraglich, 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 was er da redet. Ich finde es schön, dass es angezeigt wird, dass es wirklich draußen bedenklich ist. Als wir ihr Tierheim gefunden haben, haben wir es hier bemerkt. Es gibt nur eine relativ versteckte Straße und nicht weit vom Tierheim entfernt. Der Kindergarten ist verbunden. Was für ein Kindergarten? Es ist mit dem Hotel verbunden. Das Tierheim und der Kindergarten. Oh nein, was habe ich gemacht? Oh, das ist falsch. Ich darf die Dialoge nicht skippen. Mit anderen Worten, welche Art von Vorgesetzten Sie verlassen? Wird der geschützte Berg durchfahren? Können wir sofort losfahren? Gehe in das geschützte Bergdorf, um nach seinem Aufenthalt zu suchen. Mit anderen Worten, Ihr Vorgesetzter einer Art Exodus. Es muss durch das Asyl gehen. Wir können sofort gehen. Gehen Sie in die Asylvilla, suchen den Aufenthaltsort. Okay, wir gehen jetzt einfach irgendwo hin und suchen ihn. So. Ah, guck mal. Unser Freund ist wieder da. Sturgel? Ich bin back. I'm back. Stegi, ich bin zurück. Sieht aus wie deine Zuflucht. Die Tür hat sich normalisiert. Ganz genau. Woher weiß er, dass ich in die Zuflucht gegangen bin? Hat er nicht gesehen. Preston, du bist zurück. Dieser Unterschlupf. Die Leute sind gespannt darauf, die Vorgesetzten zu finden, die sie verlassen haben, glaube ich. Der Aufseher... Jetzt wird plötzlich vom Aufseher gesprochen. Werden auf jeden Fall durch die geschützten Hügel gehen. Okay. Wir müssen also dem Aufseher folgen. Das ist unsere Quest. Sie haben recht, es gibt keinen anderen Weg hierher. Nur vorbeizugehen, den geschützten Hügeln. Wenn Sie sich entscheiden, auszugehen. Ich gehe auch mit, aber unter einer Bedingung. Ich will auch Marihuana haben. Die Umwelt in der Ödlandwelt ist immer noch sehr schlecht und das Reisen ist draußen gefährlich. Muss Sonnenschutzmittel verwenden oder sonst Strahlung wird dich langsam in Monster verwandeln. Also wie die reden, müssen die eigentlich schon Monster sein. Ach, das ist hier unser Marihuana oder was? Kann gut sein. Drogen, klar, Drogen. Ah, 1 plus 1 gibt 2. Als nächstes warten Sie einfach auf Ihre Entscheidung. Sie sind bereits Vorgesetzter, Vorgesetzter. Herr Vorgesetzter, Sie sind nun Vorgesetzter. Alle gucken sich um. Wen meinen Sie? Hey, ich bin nur das Leben des ehemaligen Vorgesetzten. In meinen Augen sind Sie und der Neuling immer noch nicht anders. So, Preston, was hast du uns zu sagen? Aber keine Sorge, wir haben immer noch viele Anti-Sonnensoldaten in der Heldenarmee. Genug für diesen Ausflug. Lassen Sie uns ohne weiteres steigen wir jetzt auf. Aus. Sonnenschutzsoldaten? Sind die wie Obelix damals in den Kessel gefallen? Nur, dass sie halt als Kind in Sonnenmilch gefallen sind? Na cool, wir können reisen. Das Ödland. Oho, auf geht's, Preston. Gule, die Sonnenschutzsoldaten. Oh. Er sieht schon gefährlich aus hier, ne? Wow, eine Map. Es gibt hier eine Map. Wir sind im Ödland. Das ist die Map von Fallout 4. Offensichtlich. Okay. Oh Gott, das war fast daneben. Die Lage der geschützten Hügel ist hier. Lasst uns wählen, wohin es gehen soll. Wir gehen hier hin.
Sieht alles schon nice aus, ne? Muss man schon sagen. Ich bin zwar ein bisschen enttäuscht, dass man keine Namen vergeben kann. Vielleicht kann man das später, weil das sind ja alles so spezielle Vault-Bewohner, die wir jetzt momentan haben und kein random Shit. Die haben alle Namen. Also richtige Namen. Eventuell wird das noch kommen, vielleicht. Ich hoffe es. So, was haben wir denn hier? Also hier. Shelter Hill, Besetzung. Normaler Modus. Das heißt, wir sind jetzt quasi auf dem Hügel, wo der Shelter ist. Da hat sich anscheinend eine Kolonie gebildet. Zusätzliche Bedrohung. Das dürften die Feinde sein hier, ne? Ich. Pronomen. Ich. I, me, myself. Ich bezweifle, dass ich das bin. Aber gut, wir brauchen also diese Punkte, um diese Einsätze zu führen. Also das heißt, wir müssen Mario Adern zu uns nehmen. Einzelheiten. Ja, auf Einzelheiten kann ich nicht klicken. Okay, ziehen wir uns ein bisschen Mario Adern rein. Und dann können wir quasi auf große Quest gehen. Kann ich nicht die anderen mit einfügen? Auf geht's. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum Vault Simulator 2077. Shelter Mountain, der einzige Weg, um von der Zuflucht ins Ödland von Boston zu gelangen. Egal, wenn Sie suchen, wen Sie suchen, sollte von hier aus starten. Das heißt, Sie müssen hier auf jeden Fall durchgehen, wie auch immer gesucht wird. Ich habe das doch gerade eingescannt. Willst du mich eigentlich verarschen? Hier, scanne mal ein, den Scheiß. Wow, Preston, Sie können sich hier tatsächlich an den Namen erinnern. Ich erinnere mich nur an das letzte Mal, als wir vorbeikamen. Es waren ein paar bewaffnete Männer hinter unserem Arsch her. Es war gut übersetzt. Respekt. Das ist natürlich so, aber leider beherbergt das geschützte Bergheiligtum jetzt die Bewaffneten. Die Person, die wir suchen, wie ist sein Name? Aufseher. Die Person heißt Aufseher. Die hat keinen Namen. Jacob Merz, der Aufseher der Zuflucht. Er ist echt Jacob Merz? Was ist das für ein Name? Ja, wenn Jacob vorbeikommt, wird er wahrscheinlich vom Schützen gefasst. Okay, also wenn er hier durchgeht, wird er wahrscheinlich von den Schützen erfasst. Oh, das ist nicht gut. Die Gefangenen der bewaffneten Männer. Das Ende ist im Allgemeinen nicht sehr gut. Also es endet nicht gut mit den Gefangenen dieser Männer. Aber ich wette, der Aufseher ist hier easy durchgekommen. Oder hat sich einfach nur hinter der Wall versteckt und denkt sich, hihihihi, die suchen mich. Denk nicht so viel nach, fang an zu schauspielern. Okay, schauspielern wir einfach mal. Was zum Teufel bedeutet das hier? Raum mit Fahnen besetzen. Okay, wir müssen irgendwie eine Fahne besetzen. Ich habe doch Marihuana genommen. Ich habe doch kein Bier getrunken. Wo soll ich denn jetzt eine Fahne haben? So, kann man hier auch Sachen irgendwie durchsuchen oder so? Boah. Achso, hier wird direkt gefightet. Ah, man sieht hier vorne der Tank. Er ist der Tank. Es wird also tatsächlich Tanks wahrscheinlich auch Supporter geben, ne? Boom, boom, boom. Kaboom. Oh, loot! Es war irgendwas. Was auch immer das war. Kann man hier noch irgendwas anderes untersuchen? Geht nicht. Wir können also eigentlich nicht ansehen, wie groß die... Doch, doch, wir können den Bereich angucken. Aber es ist ein bisschen lästig, weil die FPS ziemlich rapide runtergeht. Weil es natürlich ein Emulator ist und der Emulator hat nur so und so viel begrenzt Speicherkapazität. Oh, guck mal. Ich habe Energie gefunden. Packe ich in meine Hosentasche. Oh, Strom! Okay, ich gehe auch immer zur Arbeit und klaue da immer Strom, pack's in meine Tasche.
Strom zapfen und dann schön alles in die Tasche. Was ist eigentlich mit unserer Lunchbox passiert? Ah, die haben wir ausgepackt. Scheiß Alzheimer. Das haben wir hier gefunden. Klicken Sie auf den Raum, Flammenpunkt im Raum, um versteckte Ressourcen und Gegenstände zu finden. Das ist eine Information. Ich dachte, toll. Hey, hier ist was versteckt, nimm's doch. Als hätte ich es nicht gesehen. Ah, die Ults, die speichern sich. Aber, ach, das ist wieder Crit. Wieder Crit damals in Fallout. Also, Shelter. Was willst du jetzt schon wieder? Ich will spielen. Quatsch nicht so viel. Warten Sie. Haben Sie irgendwelche Geräusche gehört? Ups. Ich lasse sie ja schon laufen. Die Stimme einer Frau. Ich dachte, wir suchen einen alten Mann. Die Stimme wurde von vorne weitergegeben und Stege deckt mich dazu. Ich werde es sehen. Gucken wir nach, Jungs. Gucken wir nach. Aber erstmal den Loot. Ich will den Loot! Ich glaube, er ist tot. Wir sind nur noch zu zweit. Ach, nee, das ist er. Wieso leuchtest du? Achso, die Ult. Das ist ja eine Frau im Raumanzug. Gott sei Dank, ich dachte, ich wäre tot. Du siehst besser aus als diese Räuber. Wie viel? Was, wie viel? Wie viel ich koste? Mädel, ich bin ein bisschen zu teuer für dich. Ich glaube, Regi wäre auch nicht einverstanden damit. So. Die Leute in deinem Mund. Die nicht viel besser als die Räuber sind, haben gerade dein Leben gerettet. Also bist du nicht verrückt. Die Leute in deinem Mund. Hat sie über mich geschimpft? Die hat doch gesagt, wir sehen besser aus als die Räuber. Ich begreife gar nichts mehr. Was geht denn hier ab? Ah, okay. Vergib meine Grobheit. Sie sagt, hey, du siehst aber besser aus als die Räuber. Und dann kommt Stegi und sagt, so aber nicht, Fräulein. So redest du nicht mit mir. Was für ein Scheiß. Aber die Übersetzung ist einfach köstlich. Wir haben hier einfach unsere eigene Story. Keiner wird diese Story so wie wir erleben. Wenn Sie Hilfe brauchen, gehen Sie diese Straße entlang und Sie werden eine Zuflucht sehen. Wer hat dem denn erlaubt, jemanden in unsere Zuflucht einzuladen? Der ist ja selber nicht mal irgendwie Typi bei uns. Das finde ich schon ein bisschen frech. Es hört sich gut an, ich gehe. Ja. Und sie ging. Gib mir den Loot! Komm, wir machen auf jeden Fall diesen Kampf noch fertig. Bevor wir dann die Folge beenden. Ich sehe noch mehr Loot. Hör auf zu quatschen. Ich will den Loot haben. Wir sind zu Ende gegangen. Leider habe ich ihren Vorgesetzten nicht gesehen. Was ist das? Was hast du gefunden, Preston? Sag es uns. Jacob Merz. Es gibt keinen Sinn. Er sagt, oh, was ist denn das da vorne? Dann kommt Stegi und sagt, das ist Jacob Merz, ist doch klar. Aber wir haben ihn ja nicht gefunden. Ja, von ihm ist keine Spur. Aber er sollte nicht weit gehen. Stegi, solltest du zuerst meiden. Machen Sie eine Pause. Ich werde in der Nähe gehen, um noch einmal zu untersuchen. Warum macht das? Stegi soll eine Pause machen. Kein Problem, Sie haben das letzte Wort, Chef. Kriege ich wenigstens noch den Loot?
die Fahne hissen, aber zuerst den Loot holen. Noch mehr Energie geklaut. Das ist alles schon so ein bisschen seltsam, ne? Stein und Stahl? Ist das, was ich bekommen habe? Hier, der hat hier oben wunderbar getankt. Hat aber dafür auch wenig Schaden gemacht. Preston hat sehr viel Schaden gemacht. Heilung haben wir gar nicht. Also es wird Support, Tank und Carry geben. Schade, dass man keinen Namen vergeben kann. Aber gut, Freunde, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge an dieser Stelle wieder. Haut rein, euer Zero. Tschüss.